Betrug wegen der Zurechnungszeit. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben einen ganz interessanten Praxisfall in der Beratung jetzt gehabt, und zwar ging es um das Thema Erwerbsminderungsrente. Und da ist Folgendes passiert: Unser Mandant bekam im Dezember 2019 einen befristeten Erwerbsminderungsrentenbescheid durch die Rentenversicherung zugestellt. Und zwar wurde die Erwerbsminderungsrente rückwirkend bewilligt zum 1.11.2018. Das ist sozusagen das Ergebnis, was wir voranstellen wollen. Hintergrund dieser ganzen Maßnahme war, dass unser Mandant am 15.01.2018 AU-krank wurde, arbeitsunfähig krank wurde. Und das zog sich sozusagen das ganze Jahr 2018 hin. Der hat also Entgeltfortzahlung bekommen und Krankengeld. Und dann bekam er Druck von der Krankenkasse und die sagte zu ihm: Stellen Sie doch bitte mal einen Reha-Antrag. Das hat er dann auch am 15.11.2018 Reha-Antrag gemacht. Soweit so gut. Ein Monat später sagt die Deutsche Rentenversicherung zu ihm, also am 15.12.2018, Reha plus. Das heißt, Reha-Antrag wurde bewilligt. Er sollte mit seiner Erkrankung, die er seit dem 15. Januar 2018 hatte, sollte er in eine medizinische Reha fahren. Und jetzt kommt das Fatale für unseren Mandanten. Er kriegt eine Diagnose, und zwar Ende Dezember 2018. Der Termin zur Reha stand da noch nicht ganz klar fest, also wann er da zur Reha-Klinik fahren sollte. Bekam er die Diagnose Ende 12.2018. Krebs. Das heißt also, unser Mandant hat eine Krebserkrankung, die nichts mit dieser Erkrankung hier zu tun hat. Das ist auch wichtig für Sie, um den Sachverhalt genau zu kennen. Und er teilte das natürlich sofort seiner Rentenversicherung mit. Die Rentenversicherung hob diesen Reha-Bewilligungsbescheid am 15.01.2019 wieder auf. Stillroter See. Er bekam dann, also hier ist dann ab dem 15.01. ist nichts weiter passiert, und dann bekommt er im Dezember 2019 diesen Rentenbescheid. Und zwar mit dem Rentenbeginn zum 1.11.2018. Und unter Berücksichtigung der alten Zurechnungszeit, die im Jahr 2018 mit 62 Jahren plus 3 Kalendermonate gilt. Und unser Mandant fragte uns: Ist denn das eigentlich so in Ordnung? Und da haben wir gesagt: Bisschen komisch ist das schon alles. Kann es sein, dass die Deutsche Rentenversicherung jetzt auf einmal aufgrund der Krebserkrankung feststellt, unser Mandant ist erwerbsgemindert? Wenn das so sein sollte, das waren meine Vorüberlegungen, dann kann ja der Leistungsfall nicht der 15.01.2018 sein. Denn die Reha-Maßnahme wurde ja abgebrochen. Sie wurde nicht durchgeführt. Das heißt also, die Deutsche Rentenversicherung konnte zu keinem Zeitpunkt wissen, ob aufgrund dieser Arbeitsunfähigkeit eine Erwerbsminderung eingetreten ist. Denn das sollte ja gerade durch die Reha, durch die bewilligte Reha-Maßnahme geprüft werden. So, und das war also sozusagen für uns das ganz entscheidende Moment, wo wir gesagt haben: Das kann nicht sein, dass die Rente am 1.11.2018 beginnt. Die Rente hätte nämlich nach unserer Ansicht zum 1.7.2019 beginnen müssen. Rentenbeginn. So. Das heißt, warum ist das so?
Wir gehen davon aus, dass der Leistungsfall für diesen Rentenbescheid nämlich nicht diese Arbeitsunfähigkeit war, sondern die schwere Erkrankung Krebs. Denn ansonsten hätte nämlich die deutsche Rentenversicherung den Erwerbsminderungsrentenbescheid gar nicht erlassen. Und sie hat ihn ja als befristeten Erwerbsminderungsrentenbescheid, also als befristete Rente erlassen, das heißt also, oder bewilligt, das heißt also, ausgehend von diesem Leistungsfall, nochmal 6 Monate draufgerechnet, beginnt die Rente hier. Und jetzt werden Sie sich fragen, woher weiß ich das? Es ist letzten Endes auch nur eine Vermutung, aber was ist passiert? Unser Mandant hat sicherlich diese Krebserkrankung nicht einfach der deutschen Rentenversicherung nur so mitgeteilt, sondern er hat Diagnoseberichte, Befundberichte dahin geschickt. So, und aufgrund dieser Befundberichte hat die deutsche Rentenversicherung über ihre Vertrauensärzte geprüft, ob jetzt Anspruch auf eine EM-Rente vorliegt. Und das haben die schlicht und ergreifend hier gesehen. Das heißt also, aus unserer Sicht wird unser Mandant in Bezug auf die Zurechnungszeit, die er eigentlich hätte bekommen müssen, und zwar nämlich die neue Zurechnungszeit 2019, ich erkläre gleich, was das ist, wird er schlichtweg betrogen. Ihm fehlen nämlich für die Rentenberechnung 3 Jahre und 5 Kalendermonate. Mit Beginn einer Erwerbsminderungsrente ab dem Jahr 2019 hat der Erwerbsminderungsrentner, das betrifft nur die Neurentner, Anspruch auf die neue Zurechnungszeit 2019. Und die beträgt 65 Jahre plus 8 Kalendermonate. Ja, hier gucken Sie mal, das ist der Unterschied, 65 Jahre, 8 Kalendermonate zu 62 Jahre und 3 Kalendermonate. Das heißt, ihm fehlen 3 Jahre plus 5 Monate. Und das macht in der Rente bei unserem Mandanten zwischen 50 bis 70 Euro eine höhere Erwerbsminderungsrente aus. Und die fehlen ihm schlicht und ergreifend. Und deshalb sagen wir, Betrug, deutsche Rentenversicherung hätte hier mit diesem Leistungsfall 2018 die neue Rente zum 1.7.2019 bewilligen müssen. Wir haben natürlich unserem Mandanten gesagt, legen Sie bitte umgehend gegen den Rentenbescheid Widerspruch ein. Er braucht keine Angst zu haben, die Rente wird trotzdem weiter gezahlt und zwar in der Höhe, wie sie erstmal grundsätzlich bewilligt worden ist. Es muss Akteneinsicht angefordert werden. Das heißt also, man muss in die Rentenakte reingucken, vor allen Dingen in den medizinischen Teil und muss ganz genau schauen, was ist denn hier eigentlich passiert, welche Entscheidungen sind denn hier getroffen worden. Und notfalls, wenn alle Stricke reißen und der Widerspruch wird abgelehnt, muss die ganze Sache vor Gericht. Hier geht es nämlich wirklich um viel Geld. Und warum sollte unser Mandant, der ja nun auch noch eine schwere Krebserkrankung hat, auf so viel Geld verzichten? Also, das Kernproblem ist ein falscher Beginn der Rente unter Maßgabe einer alten Zurechnungszeit. Und deshalb ist hier sozusagen Widerspruch und notfalls auch Klageverfahren durchzuführen. Näheres zum Thema Zurechnungszeit und Zurechnungszeit 2019 und alte Zurechnungszeit 2018 finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.